Heute erklären wir den Beruf Fachinformatikerin im Bereich Anwendungsentwicklung. Was stellen Sie sich unter dem Beruf Fachinformatiker vor? Fachinformatikerin oder Informatiker, das ist jemand, der das Innere der Computer irgendwie versteht, der also die theoretische Ausbildung hat, um die Programme auch schreiben zu können. Das nehme ich an, das ist Informatiker oder das Studium, und später muss er das irgendwie in der Praxis anwenden und dann Programme schreiben oder sonst was machen. So stelle ich mir das vor. Bereich Technik, Computer, dass man halt sich mit dem Computer auseinandersetzt, was da eben eingerichtet werden muss oder die Programme eingerichtet werden und in dieser Richtung, und um Firmen zu beraten, wie sowas gemacht werden kann oder könnte. Was ich mir darunter vorstelle, weiß ich gar nicht so genau. Irgendwas mit Programmieren, viel Mathematik, sowas in der Richtung. Denken Sie eher, das ist ein Frauen- oder ein Männerberuf? Machen es mehr Frauen, mehr Männer. Aber warum? Ist doch genauso gut. Beide können denken, beide können das Gleiche machen. Es kommt nur aufs Interesse an. Es gibt auch Frauen, die sind sehr interessiert in Informatik. Ich würde sagen, der ist für beide. Aber in der Regel wäre er wohl von den Männlichen ausgeübt. Aber kann eigentlich auch von beiden. Ich hatte mich auch mal beworben und da war ich das einzige Mädchen. Heute weiß ich nicht, ob das noch genauso ist. Also ich glaube, das ist inzwischen auch ein Beruf für Frauen und nicht nur für Männer. Na, da sollte man nicht differenzieren, das ist für beide ein gut geeigneter Beruf. Hallo, und heute ist Frau Kita Mrowny hier im Studio, die Informatikexpertin. Hallo. Was macht man in diesem Beruf? Also hauptsächlich programmiere ich Anwendungen und erstelle sie auch, gegebenenfalls verändere ich sie auch, wenn sie ein neues Update brauchen oder wenn sie besser werden müssen. Welchen Schulabschluss braucht man? Also man braucht auf jeden Fall einen Hochschulabschluss, aber ich habe das mit einem Gymnasialabschluss gemacht. Welche Fächer muss man können? Englisch, Mathematik und auch auf jeden Fall Informatik. Und wo ist der Arbeitsplatz? Meistens im Büro, da arbeite ich hauptsächlich, aber ich gehe auch manchmal bei Kunden vor Ort, wenn sie da privat sind und wenn ich mal da privat hin muss, oder in Besprechungsräumen und ja, Besprechungen, wenn wir Besprechungen haben, und manchmal auch in Schulen und halt diese Unterrichtsräume, ja, da. Warum ist der Beruf interessant für dich? Interessant ist es hauptsächlich, weil man am Ende des Projektes ein eigenes Werk hat für sich, und ich mag es auch sehr zu gestalten und halt dann zu erschaffen. Dankeschön.